Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Toy World und euren Lieblingsformat und YouTuber natürlich hier auf YouTube. Denn ihr, wenn ihr bis jetzt geschaut habt, seid ihr auf jeden Fall die Größten und ja, für euch würde ich gerne ein Like da lassen, wenn es gehen würde. Aber da ich es nicht tun kann, könnt ihr das ja für mich tun. Das war bei mir hier und unten. So. Hallo, ertrinkt ihr? Soll ich euch helfen? Soll ich euch helfen? Ihr seid so einsam. Oh, ich hab euch wahrscheinlich schon alle komplett gefangen, okay. Hier die anscheinend schon alle gefangen. Zurück. So. Haben wir zwei von denen noch gefangen. Alles, was mir so über den Weg kommt, fange ich. Auch keine Bälle mehr. Das heißt, der nächste Checkpoint ist meiner. Kiste. Nehme ich gleich auf jeden Fall mit. Aber ich muss jetzt erstmal ein bisschen Palladium mitnehmen. Wir brauchen nämlich mehr Bälle. Oder mehr Sphären. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich hier in dem Inventar habe. Auf jeden Fall bestimmt einiges. Oh, drei Polsphären. So, map-technisch. Sphäre des Eisvogels. Gehen wir doch mal gleich mal gucken, was das so ist, ne? Sphäre des Eisvogels. Muss hier sein, ne? Ah, da. Schnellreisepunkt freigeschaltet. Könnten wir eigentlich... Das ist ein Dungeon, ne? Sieht auf welches, drauf welches Level? Level 15. Okay, in diesem Dungeon möchte ich aber erst tatsächlich rein, wenn ich gelevelt habe. Also mein Zeug weggebracht habe. Und zwar hier ins Lager. Perfekt. Da sind schon drei fertig. Macht es Sinn, vielleicht davon so eine zweite zu bauen? Und da kann ich verschiedene Bälle gleichzeitig herstellen. Produktion. Steine. Ja, okay. Ich weiß, warum wir keine Steine haben. Brauchen wir von den Neidviechern hier. Die Steine werden hier gesammelt. Ja, das Ding ist falsch rum. Ah. Den Abstand halten, ne?
So, bauen für Steine. Kann ich jeder. Sollte ich jederzeit machen können. Deswegen lege ich hier erstmal. Ladium, so alles an der Seite. Und Eisenerz muss auch da rein, ne? Oh Mann, ihr seid hier mir Helden, ey. Wir selber noch Steine farmen oder was? Wieso Steine farmen? Geh doch einfach in dieses Lager hier hinten von mir, ne? Besiegt, gut. Einfach in mein Lager da hinten reinholen. Wir können jetzt auch diese Neidviecher sammeln, ne? Gut. Ich suche mir erst diese Neidviecher. Ich wollte ja mehr von denen haben. Von diesen Kit-Cats. Und ich weiß, die laufen hier vorne rum. So. Ja. Das war der falsche Ball. Okay, ich muss erst mal zu essen holen. Das war der falsche Ball. Ich habe einen von den gelben Fällen verschwendet. Nein! Und da hinten denn rum. Ach, ein Nightwing. Soll doch mal treffen, oder? So. Ups. Ja. So, wir fliegen mal eine Runde und zwar eben darüber. Ich bin gespannt, was da für Polz sind. Hier wahrscheinlich keine, ne? Aber da oben ist so eine Seele. Die können wir uns holen. Geht doch. Da für eine Gegend? War ich da schon? Nein, da war ich tatsächlich noch nicht. Aber ich möchte ja auch diese Katzenviecher begegnen, ne? Ja. Oh, das war nix. Hier denn los? Da ist so ein Vieh.
Huch. Komm. Angriff. Lieber so. So, fang. So, da fangen wir wieder so ein Tombat. Perfekt. Nur ein paar von diesen Dream-Dingern, ne? So. Ja. Das ist der letzte von denen, ne? Und weg. Ja, du machst einfach alle kalt, ne? Gut, ist hier irgendwo ein Schnellreisepunkt, wo ich irgendwo hin muss? Das ist ein Riesenskelett. Sonst sind hier keine besonderen Viecher. Steine gesammelt, aber sonst... Was denn? Dann fange ich dich noch mal, ne? Guck mal, die Fliegenviecher kennen. Nacht wird mal um den Schlaf gebracht. Okay. Kleines Dorf, dann müssen wir da mal hin, zum kleinen Dorf. Du hast dich ja fast gelogen, wa? Goldmünzen? Nochmal so ein Ding. Da oben ist dann das Dorf. Da vorne ist es. Da war ich ja noch nicht, ne? Ich sage erstmal meinen Flügelmann weg. Kleines Dorf. Gucken, was ich hier machen kann. Ansprechen. Hey Trainer! Es ist mittlerweile kaum noch jemand hier, aber das ist Rain Syndicate aufgetaucht und es sind mehr Leute. Sei ich dir um kaum zu leben. Wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Gegen Bezahlung mache ich alles. Ja, ich würde gerne was machen, aber ein richtig großer ist hier schon mal ein richtig großer Stack über den Weg gelaufen. Okay. Kann man irgendwas machen? Ratsch-Tante, nee.
Gastwirte, willkommen, ein neues Gesicht. Du musst einen weiten Weg hinter dir haben. Sicher müde und dann reisen, ruh dich doch aus. Nee. Nee. Waren der Händler, ansprechen. Ich ruhig mal um. Kaufen. Hey, man kann hier Polsphären kaufen. Ich habe hier jede Menge Kohle. Ich könnte davon was kaufen, wenn ich wollte. Warum nicht? Da kommen wir, kaufen wir erstmal. Ey. Ja. Das ist Bauernhut, Melone, Medizin, Milch. Ah, das andere finde ich alle. Das ist ja wohl nicht das Problem, ne? Und dann ist hier unten ein Fluss. Was hier oben? Ein Paul-Händler? Nur mit legalen Pots. Kaufen? Man kann die Pots kaufen? Diese Loopmon ist ein reiner Produzentenhandwerker. Ein Goblin? Goblin? Ich habe Goblin gelesen. Verkaufen? Ah, was? Diese Schickis, ne? Ja, alle verkaufen, wenn ich will. Ach was, und dann könnte ich jetzt einen Paul kaufen, der mir vielleicht ein bisschen mehr bedeutet als diese hier. Nee, die verkaufe ich irgendwie nicht. Was kann der denn? Ach so, der kann nur pflanzen. Aha. Finde ich auch total uninteressant, ne? Menschen. Ich könnte den Wookie verkaufen. Gott, sind zwar niedlich, ne? Aber ich kann die halt nicht gebrauchen. Ein paar von denen weg. Glaube ich gar nicht mal so verkehrt. Verkaufe ich natürlich nicht, ne? Boss und den Shiny, nein. So, ich möchte jetzt kaufen. Ich möchte jetzt gerne den hier kaufen. Das wirklich. Ich weiß auch nicht. Okay, ich behalte erst mein Geld. Aber gut, dass man hier Pols verkaufen kann, wenn mal Box voll ist. Also, wenn es mal irgendwann so sein sollte, man den großen Verkauf. So, meine lieben Freunde, die letzten beiden Folgen, die gingen ja jedes Mal eine halbe Stunde. Ich möchte diesmal pünktlich aufhören. Dann würde ich mal sagen, ich reise wieder nach Hause. Gucken, was da so abgeht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.